Und zurück zu Horizon Zero Dawn. So, wir haben den Boss jetzt schon halb runtergeschossen und ich habe eine ganz gute Taktik. Und zwar, wenn wir hier ins Wasser reinrennen, resettet der. Und in der Zeit können wir halt ein bisschen Schaden machen. Wir machen nicht viel Schaden, aber es ist ein bisschen was wenigstens. Bleibt da stehen, schießt einmal. Eine Knarre wäre nicht schlecht, wenn er irgendwas fallen lassen würde. Zurück. Wir füllen uns einmal auf. Boah, das ist scheiße hier im Wasser. Okay, ich müsste mal probieren, ob ich die noch nicht noch ein paar Teile runterschießen kann. Ja, da hinten wäre eine Waffe. Die Waffe brauche ich. Sollte die Waffe wechseln. Okay, das war schon mal nicht schlecht. Getan.
gut gehen. Weißt du, was mir an Meridian fehlt? Komm schon, Baby. Boah. Und er ist down. Mein Gott. Es fühlt sich an, als würde mir der Sand unter die Haut. Ich werde mal schauen, dass ich mir alles einsammle. Ich weiß ja nicht, ob es irgendwie besser geht, aber... Der war schon ein bisschen extrem. Na, was ist denn jetzt? Oh, okay, dann gehen wir mal zur Küste. Viel elendiges. Das war sogar noch ein verdorbener Donnerkiefer. Der hat natürlich noch mehr Power. Besonders königlich, oder? Naja, in der Not frisst der Teufel Fliegen. Gehen wir an Bord, ja? Hoffe ich mal, dass die gut nach Meridian kommen jetzt. Und nicht hier jetzt wieder. Stellen wir jetzt gleich ein Riesenvieh aus dem Wasser springen. Du hast etwas Gutes getan. Vielleicht sogar einen Krieg beendet. Vielleicht. Doch mein Krieg geht noch weiter. Ich muss echt sagen, für eine Nebenquest ist es schon richtig cool gemacht. Wo sind normale Nebenquests in irgendeinem Spiel? Hol 10 Pilze, mach irgendein Essen, gib dem was und fertig. Aber hier ist es schon richtig geil gemacht mit Zwischensequenzen und alles. Richtig cool. Meridian, Stadt der Sonne. Welcome. Mein Bruder, willkommen zu Hause. Du hast nichts zu befürchten.
Du stehst jetzt unter dem Schutz des Sonnenreiches. Meinem Schutz. So wie deine Mutter. Ihr wird nichts passieren. Du hast mein Wort beim Gesetz der Sonne. Aloy, dein Einfluss zeigt sich wirklich überall. Du hast so viel für das Sonnenreich getan. Und ich weiß das wie immer zu schätzen. Ich danke dir. Möge das Licht mit dir sein. Möge die Macht mit dir sein. Schrecklich. Ich habe das hier 2 Jahre lang vorbereitet und der Rotschopf heimst die Lorbeeren ein. Ich krieg doch mein Geld, oder? Sei froh, wenn ich dich leben lasse. Ohne dich hätte ich das nie geschafft. Wenn wir uns wiedersehen, werde ich mich richtig bedanken. Ich verspreche's. Okidoki. Der Osseram, der unseren Sonnenkönig töten wollte. Sieh dir mal diese Wache. Ganze Stamm, alle von ihnen. So, Sylum Lichtenmark. Du wirst es bereuen. Ich nehme die Türme vor. Stufe 34 sind wir schon, Leute. Es geht gut voran. So, wie schaut es denn aus? Hier könnten wir eigentlich schon mal was skillen. Und zwar... Bastler, das brauchen wir noch nicht. Ausbeuter. Der Schlag von unten. Machen wir mal den Doppelschuss. So, und dann Ring of Schlag, Maschinen schneller nieder. Und dann gehen wir noch gleich auf den Dreifachschuss, was egal ist. Alles klar. Je länger der Streit mit den Schattenkarja dauert, desto mehr werden die Preise steigen. Mhm. Okay. Sind die Händler? Was verkauft denn der? Gut, reinschauen, komm. Mailuhr 20, ey, die sind teuer. Das habe ich doch schon, brauche ich doch nicht. Outfits. Da brauche ich eigentlich nichts. Okay, was ist hier? Hier gibt's auch noch eine Quest. Kauf einfach das, was du brauchst. Selbst in guten Zeiten mache ich kaum Profit. Besonders, weil ich immer so viel wie möglich den Bedürftigen gebe. Möchtest du etwas Obst? Genieß es lieber, bevor sich jemand mit dem Rest davon macht. Hat dich denn jemand bestohlen? Ja, beinahe jede Nacht. Nicht so viel, dass ich zumachen muss, aber genug, um weh zu tun. Ja, die haben alle Hunger. Ich werde das untersuchen. Ich kann Spuren lesen. Ich kann den Dieb suchen. Wirklich? Vielen Dank. Du könntest in meinem Lager am Fluss anfangen. Jemand muss verzweifelt sein, zu stehlen, statt einfach zu fragen. Mal sehen, was ich finde. Ja, das sind harte Zeiten. Das Gericht der Sonne. Stufe 15... offene. Da gibt's einen Dämmerberg. Das. Es wird langsam weniger. So, in jedem Quest haben wir auch noch so viel. Altes Waffenlager. Finde eine Verwendung für die Energiezelle. Schildwieberin. Outfitkiste. Okay. Sind keine Waren, sondern lebensnotwendige Dinge. So. Machen wir das nur noch schnell. Wahrscheinlich wird es wieder
ewig dauern, die Quest. Das Fass wurde kürzlich bewegt. Na also, Spuren. Folge den Spuren. Gehen da raus. Hä? Ach, da lang. Ey. Für mich. Ich suche das Gebiet. Körper. Faules Obst. Aber die Kaninchen mögen es. Ich suche das Obst. Oh, da. Eine Obstspur, der ich folgen kann. Wenn ich keine Früchte im Gras übersehe. Was wollt ihr denn jetzt zu mir? Hier. Mitten ins Ziel. Jetzt kommt der nächste angeschissen da. Hier. Kann ich wahr sein, du? Ich will lieber Lohe behälter.
Ist das? Okay, weg da aus dem Weg. Ich will mal gucken. Diesmal sind es Fußspuren. Folge Spuren. Ich glaube, das ist doch das Pirsche-Areal hier, kann das sein? Ich glaube schon, dass die Pirscher hier sind. Rauswerfen. Er muss hochgeklettert sein. Boah, was sind die schon wieder? Sonne, vergib mir, vergib mir! Da ist unser Dieb. Und er steckt in Ja, ihr backt hier voll rum, oder was? Ist doch gut jetzt. Die abgehauen. Ein Pflänzchen mit. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Ein paar Pflänzchen. Danke, Wilde. Du hast das Gericht der Sonne verhindert. Was habe ich? Ich ließ das Elend Sonnenfalls vor kurzem hinter mir und wusste, dass ich nicht nach Meridian zurück kann. Also habe ich Obst gestohlen von einer Frau in Lichtenmarkt, nur zum Überleben. Doch die Grauhabichte sind das Gericht der Sonne. Du glaubst, sie haben angegriffen, weil du gestohlen hast? Was sonst?
Was, wenn ich die Frau um Verzeihung bitte? Spricht mich das frei? Rettet mich das vor den Habichten? Ich hab die Habichte erledigt. Und ja, du solltest um Verzeihung bitten. Die Frau vom Obststand ist sehr nett. Sie vergibt dir. Die Sonne hat gesprochen! Danke nochmal, Wilde. Möge die Sonne dich führen. Toll. Endlich nennt man mich nicht mehr Ausgestoßene, aber dafür Wilde. Auftrag abgeschlossen. Und damit ist auch diese Folge abgeschlossen, Leute. Wenn es euch da ein bisschen gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr über ein Like, Kommentar oder auch Abo freuen. Und ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß auf meinem Kanal. Bleibt dran, schaltet wieder ein. Und ich würde sagen, wir hören uns und sehen uns das nächste Mal. Bis dahin, ciao, ciao, euer Andi.